European Water Movement von der Tag und nicht zuletzt vom Berliner Wassertisch. Dorothea Lien wird uns jetzt erläutern, warum Veolia gehen muss. Veolia Adieu! Heute beginnt unsere Kampagne. Veolia Adieu, warum Veolia die Stadt verlassen muss. Herzlich willkommen, Dorothea! Hallo an alle hier Versammelten. Wir sind ja nur ein Paar einer weltweiten Wasserbewegung. Und heute Nachmittag gibt es ja auch nochmal Demonstrationen. Und wir demonstrieren heute ja nicht nur gegen die Privatisierung unserer Wasserwerke. Das ist hier in Berlin unser Problem. Wasser ist ein viel breiteres Thema. Es geht um die Megastaudämme. Es geht um das Agrobusiness, um Flaschenwasser, um die Verschmutzung unserer Flüsse, Seen und Meere bis hin zum Grundwasser durch Fracking, Braunkohleabbau und Pestizide und noch Uran und vieles mehr. Ende dieses Monats trifft sich in Tunis das Weltsozialforum und da wird die gesamte Wasserbewegung, die sich auch Wasserfriedensbewegung nennt, zusammenkommen und darüber beraten, wie wir uns gegenseitig besser unterstützen können. Und die Basis dieser globalen Wasserbewegung sind die lokalen Kämpfe. Und dafür ist der Berliner Wassertisch und unser erfolgreicher Volksentscheid ein kleiner, aber auch wichtiger Puzzlestein. Auch wir auf internationalen Treffen, auf denen ich manchmal auch tätig bin, schauen viele auf Berlin und sie fragen uns immer wieder, wie geht es bei euch weiter? Und deswegen haben wir uns beim Wassertisch wieder was Neues ausgedacht, was ich euch gleich vorstellen will. Aber davor noch mal eine andere Sache. Wenn man etwas verändern will, muss man nach den Akteuren und ihren Motiven fragen. Dazu hat der Matthias schon einiges gesagt. Es ist klar, wenn Konzerne ins Wassergeschäft eintreten, dann geht es ihnen um den Gewinn. Das sind sie ihren Aktionären schuldig, das wissen wir. Aber unsere Politiker, warum lassen sie private Konzerne in unsere Daseinsvorsorge? Das ist doch die große Frage. Und ich will hier nur einen Grund nennen. Ich habe ja immer noch nicht wirklich kapiert, warum die diesen Unsinn machen. Ein wichtiger Grund scheint mir, dass eine radikale Marktideologie in ihren Köpfen Platz gegriffen hat. Allerdings leider nicht nur in ihren Köpfen, sondern in der Bevölkerung immer mehr auch. Und diese Marktideologie, die ist ein fruchtbarer Boden für die Argumente der Wasserlobby. Aber ist die Politik nicht eigentlich dem Gemeinwohl verpflichtet? Dieser Gedanke, der ist aus den Köpfen der Politiker verschwunden und leider auch aus vielen unserer Köpfen. Und da beginnt für mich heute und überhaupt unser Part als Akteure. Wer, wenn nicht wir, sollte dem Gemeinwohl danken, eine Stimme geben? Dafür sind wir da. Aber jetzt zurück zu Berlin und nicht nur, weil wir hier in Berlin leben, sondern auch, weil die Berliner Wasserbetriebe und ihr Verkauf eine Live-Studie ist für das, was mit der europäischen Richtlinie geplant ist. Berlin ist bisher immer noch das größte kommunale PPP-Projekt, Public-Private Partnership. Wir haben vom Berliner Wassertisch aus bisher den sogenannten politischen Partner vor allem unter Beschuss genommen. Und wir haben unseren Volksentscheid gewonnen. Aber der Senat hat diesen Ball nicht aufgegriffen. Wir wollten eine kostengünstige Rückabwicklung der Verträge. Stattdessen hat er für viel zu viel Euro die RWE-Anteile zurückgekauft.
und, jetzt hört gut zu, den privaten Partner, sogenannten Partner, sage ich immer lieber, Veolia, weiterhin 100%, das heißt die totale Geschäftsführung der Berliner Wasserbetriebe überlassen. Also das muss man sich reinziehen. Der Senat besitzt jetzt 75,1% der Berliner Wasserbetriebe. Und Veolia hat noch nicht mal mehr die Sperrminorität. Sie haben 24,9%. Und denen wird die Geschäftsführung überlassen und das heißt der Profitmaximierung unterworfen. Korruption! Heißt das, und das ist mit der EU-Richtlinie auch geplant. Sobald private Konzerne mit ins Geschäft einsteigen, gibt die Politik den Löffel ab und entmachtet sich. Und das ist ein Angriff auf unsere Demokratie. So, und deswegen beginnen wir heute zu ganz laut zu sagen, Veolia adieu! Haut doch endlich ab aus dem Wasser! Wir fragen uns, und das wollen wir jetzt verstärkt in Berlin bekannt geben, mit wem ist der Berliner Senat ins Wasserbett gestiegen? Das weiß doch kaum jemand in Berlin, dass wir es mit dem weltweit größten Wasserkonzern zu tun haben, der mit seinem französischen Kumpel Suez zusammen, wenn man China weglässt, 2/3 allen privatisierten Wassers dieses Planeten in Händen hat. Und es wundert uns deshalb auch nicht, dass die Lobbyisten in Brüssel von Veolia und Suez hinter dieser EU-Richtlinie stecken. Das wissen wir. Das haben wir mit anderen NGOs nachgeprüft. Sie schreiben die Gesetze und Sie sind der Grund, warum der Herr Barnier Wasser aus diesen Richtlinien auch nicht rausnehmen will. Rückenwind haben wir schon aus Paris bekommen und demnächst aus Nizza. Denn die haben Veolia schon den Laufpass gegeben. Und wir haben in unserem Flugblatt, deswegen, das könnt ihr nachher alle mitnehmen und vor allem auch weiter verteilen, haben wir geschrieben, wann reisen Vertreter des Senats zur Beratung nach Paris? Wasserbetriebe in öffentlicher Hand mit einem partizipativen Kontrollgremium sind ein Zukunftsmodell, gerade auch für Berlin. Ja! So, und damit ihr das als Ohrwurm mit nach Hause nehmt und uns unterstützt, denn der Berliner Wassertisch braucht noch viele, die mitmachen, damit die Berliner Bevölkerung wieder informiert ist. Wir haben ja schon mal 666.000 dabei gehabt, die wollen wir wieder weiter informieren. Und deswegen singen wir jetzt nochmal unser neues Lied, Veolia, der Letzte. Genau.